aber das sag ich ja. Ich habe Ihnen das Zeug schon zweimal geschickt. Ja, Scheibli. Willi Scheibli. Viertel elf, super. Eine halbe Stunde geht mein Zug. Was? Ja, was weiß ich, wo das Zeug bei euch landet? Nein, ich habe es nicht eingeschrieben geschickt. Bis beim letzten Mal eingeschrieben auch nicht angekommen ist. Also die paar Meter wird die Schweizer Post wohl noch schaffen. Abgesehen davon bin ich sicher, dass das Zeug irgendwo bei euch rumliegt. Schon lange. Ja, dann schauen Sie doch bitte noch mal nach. Willi Scheibli. Hey, das darf nicht wahr sein, du Schweizer Beamtentum. Sag mal, Willi, gehst du da in der Stadt Skifahren? Nein, aber mein Skianzug hat keinen Platz mehr in der Tasche. Hast du keine Vorlesung heute? Schon vorbei. Johannes Hartlaub, mittelhochdeutsche Lyrik im Kontext der Kreuzzüge. Von 8 bis 10. Am Morgen am 8. Das schafft auch nur einer aus dem Morgenland. Darin, Vorlesung am Freitag. Verstoßen gegen die Menschenrechte. Ein Deutscher war auch noch dort. Ich kann einfach nicht verstehen, wieso ihr Schweizer euch nicht mehr für euer kulturelles Erbe interessiert. Ich meine, da leistet ihr euch so eine Luxus-Uni und die Einzigen, die hingehen, sind Ausländer. Ausländer? Du bist doch mehr Schweizer als die meisten Einheimischen. Hoffentlich sehen die das auf den Einwohnerkontrollen auch so. Wann hast du deine Einwohnerprüfung? Ein Einbürgerungsgespräch, Willi. In 4 Wochen. Ich kann jetzt schon Ranzen pfeifen. 10 Mechatronikprüfungen wären mir lieber. Was fragen die eigentlich? Kantone und Hauptstädte und so? Grundkenntnis von unserer demokratischen Ordnung. Staatsgeschichte, Schweizer Geschichte und ein Sprachtest. Komm ey, hast du nicht mal mehr einen Akzent? Kannst du überhaupt noch Libanesisch? Arabisch, Willi, Arabisch. Tarik, du bist als Schweizer längstens überqualifiziert. Wenn es nach unserem Einbürgerungstest ging, dann müsste man 90% von allen Einheimischen ins Ausland abschieben. Ich wette, der Test würde nicht mal ein Geschichtslehrer bestehen. Was? Hallo? Ja, bin ich da. Was nicht? Das gibt's doch nicht. Willi, Schei? Ja, und was jetzt? Was? Nochmal schicken? Ein drittes Mal? Eingeschrieben? Gut. Hammer. Aber gern. Ganz wie Sie wünschen. Und das wird die Schweizer sein. Mach dir keine Sorgen wegen deiner Einbürgerung. Du kannst gut reden. Tarik, wir kennen uns jetzt seit mehr als 3 Jahren. Du bist schweizerischer als alle Schweizer miteinander. Ist das ein Kompliment oder eine Beleidigung? Auf alle Fälle kann es nichts schaden, den Chaotenhaufen unter Kontrolle zu behalten. Du hast alles im Griff, wenn ich weg bin, ja? Ich verlasse mich auf dich. Aber wenn irgendetwas ist, hängt immer der Hauptmieter. So gut will ich. Und lass dich nicht über den Tisch ziehen von denen. Die wollen nur deine Gutmütigkeit ausnutzen. Du bist da der Boss, klar. Sie haben nach deiner Pfeife zu tanzen. Sonst kommen sie es mit mir zu tun. Schon gut, Willi. Wir sehen uns am nächsten Freitag. Ja, und Willi? Was ist? Deine Händchen. Verdammt! Ich weiß, dass etwas fehlt! Oh Mann, der Hurenlauer stehen! Oh Mann! Willi, dein Freund, die Händchen klauen! Was ist denn das für ein Lärm? Der Willi geht in die Skiferien. Ist das geil, dir? Ist die Heizung immer noch kaputt? Willi! Ich dachte, du hast mit dem Installateur telefoniert! Tarik, Chérie, du hast nicht vielleicht so. Dein Pfeffermünztee steht in der Küche. Oh, du bist doch ein Schatz. Sag, hast du ihr alles aufgeräumt? Irgendjemand muss das Puff ja aufräumen. Im Gegensatz zu euch wohne ich auch am Vormittag da. Vor 2 Stunden hättest du ihnen die Luft noch schneiden können. Waren wir sehr laut? Schon gut. In Beirut ist die Nacht auch nicht ruhiger. Ah, wieso ein Bijou? Soll ich dir was sagen, Tarik? Wenn du kein Moslem wärst. Und du keine atheistische Christin, ich weiss. Wie war die neue Party überhaupt? Oh, ich habe so einen süßen Amerikaner kennengelernt. Elliot aus Cleveland. Oh, er ist so unamerikanisch. Ich habe gemeint, du sägst mit einem Griech zusammen. Janis? Das ist doch schon 4 Wochen her. Dazwischen war ich ja noch bei Sören. Oder sagt man mit Sören? Im, bim, am, auf, über. Bei dir ist alles möglich.
Du solltest mal nach dem Grund forschen für deinen Mannenverschleiß. Wie sind deine Eltern überhaupt auf den Namen Virginie gekommen? Ich bin tatsächlich noch Jungfrau. Aha! Das zählt nicht. Er hat mich betrunken gemacht. Das war ein Ausrutscher. Das war, wie sagt man, Nötigung. Ich kenne Danesias Domodossola, aber nicht notwendig, Frauen zu notwendigen. Wenn ich gewusst hätte, mit wie vielen Frauen er hatte schon rumgemacht. Oder sagt man mitgemacht? Er hat rumgemacht, Sie haben mitgemacht. Ja. Dann hätte ich bestimmt nicht so viel getrunken. Hauptsache, du bist der Janis los. Der hat mich immer Uso einflößen zur Völkerverständigung. Er hat einfach nicht kapiert, dass ich kein Türk bin. Stimmt. Gespräche waren nicht so seine Stärke. Wie hätte ich dann mal? Wer hat ihn jetzt genommen? Auf der Garderobe. Wo ich sie immer anlege. Oh, sag doch das früher noch. Derek, Escorta, du hast nicht zufällig... Die Cappuccino steht in der Küche. Sofern das Schäumchen oben drauf ist. Du hast gesagt, Punkt 11. Oh, der Riquissima! Lange nicht acht beim Moslem. Mach! Jalla! Also, Leute, ich bin gegangen. Und schau, dass der Rode seine Miete zahlt. Ich habe keine Lampe mit der Genossenschaft. Ja, und Billy? Was ist denn? Deine Scheissstücke. Ich glaube es einfach nicht. Und dann muss er weg. Hey, kannst du nicht aufpassen? Dodo! Bist du deppert, ob ich ein Schädel die letzte Floschen jetzt nicht mehr brauche? Du musst weg, Alter! Was ist denn hin, Alter? Da! Was geht's denn aus, Rudi? Hä? Minigolf! Du solltest weniger saufen. Winterthur ist noch besoffen auszuhalten. Warum bist du denn nicht zu Wien geblieben? Du sind schon alle besoffen. Ich bin asozial, verstehst du? Ja. Nur nüchtern pack ist nicht. Winterthur ist ideal für mich. Wenn man gerade schon von asozial redet, hast du deine Miete überwiesen? Du meinst von diesem Monat? Natürlich von diesem Monat. Nur der Tag fängt ja gut an. Ich war noch nicht einmal im Scheißhaus und der Schweizer Spießer will schon Marie sehen. Darik, leist mir 50er? Du schuldest mir schon 100. Okay, dann halt ein 40er. Na gut, 220er. Okay, 20. Aber nur, wenn vorher dein Bier aus meinem Kühlfach rauscht. Soll ich dir was sagen, Tarik? Du bist und bleibst mein Lieblingstürk. Gleich noch ein Hatschi Alef. Wo sind denn die anderen? Deine Finger von mir, Enzo! Virginia! Das ist vorbei! Ich liebe Sex, du liebst Sex! Wo ist das Problem? Und macht er dich schon wieder an der Spaghetti? Francesi. Und noch mal etwas. Versucht schon gar nicht mehr anzuläuten. Mein Handy bleibt stumm. Also macht euren Scheiß gefälligst selber los. Und wenn irgendetwas ist, der Tarik ist auch im Boss. Was ist mit den Eizungen? Was soll denn damit sein? Du bist einfach zu wenig warm angelegt. Wie wär's zur Abwechslung mal mit einem Unterhäuschen? Bitte? Das gilt ja für dich auch, Enzo. Wenn ihr rammeln wollt, dann geht ihr in ein Hotel. Ich wollte nicht, dass sich der Schellenberger denen wieder nervt, weil er mit einem Basslautsprecher verwechselt. Das war nicht Enzo, das war Janis. Ich, Enzo Danesios Domodossola, lasse mir nicht sagen von einem Schweizer, wann und wo ich habe Sex mit wem. Von einem Schweizer, Enzo. Dativ. Von einem. Und ich als Französin schon überhaupt nicht. Und wenn er Uiguren wäre, da sind ihr immer noch Ausländer. Und darum habt ihr euch auch wie Schweizer zu benehmen. Das ist immer der Grund, warum bei uns alles funktioniert. Weil man sich auf uns Schweizer verlassen kann. Darum haben wir die niedrigste Arbeitslosenquote. Und die höchsten Mieten. Und die besten Lift- und Seilbähnchen. Ausser, es gibt wieder mal einen Stromausfall. Und wir müssen auf Biogas umstellen. Und darum sind euch 240 Stutz am nächsten 1. Punkt 0,0 auf meinem Konto. Haben wir es verstanden? Also, tschi hei! So eine Schweizer Bünzli. Oder sagt man Bützli?
Bünzli. Bünzli sagt man. Bunzeli. Allerdings tritt niemand außer dem Willi so eine Wohnung auf für 1200 Stutz, zumindest im Zentrum. Eine kalte Wohnung. In 5 Minuten ist die wieder warm. So? Weil der Willi immer die Heizung abdreht, wenn er in die Ferien geht. Und ich drehe sie dann wieder auf. Aber das ist nicht fair. Ich zahle ihm doch alle Mieter. Er ist halt unser Hauptmieter. Und ein Bünzli dazu. Schweizer. Denken immer, ihnen gehört alles Geld auf die Welt. Und wir bösen Ausländer wollen es ihnen wegnehmen. Immer wollen sie regieren mit ihrem Geld. Wenn es dich tröstet, ab heute regiert euch ein Araber. Also Rudi, du holst Post. Was? Ich? Aber ich war gestern draußen. Außerdem habe ich noch so einen Schädel. Wisst ihr, dass es mir die Stirn oben prägt? Ja, wahrscheinlich. Ich? Ich hab kein Unterösli an. Außerdem gehe ich so nicht auf die Straße. Ich bin noch nicht geschminkt. Ich bin Enzo Danesi aus Domodossola. Ecco. Ah, oh, ist ja gut. Sowieso weg der Heizung schauen. Was siehst du? Und da sagen sie immer, die Türken sind nicht zu integrieren. Schämt ihr euch denn gar nicht, den armen Tariq so auszunutzen? Wieso? Er muss sehen, die Heizung. Und der Tariq, der hat mehr Geld als wir alle zusammen. Stimmt, Tariq macht nie Party. Er raucht nicht, er ist nur Couscous. Und vor alles, Tariq muss nicht rumkriegen, die Frauen. Das ist das Teuerste von alles. Für dich vielleicht. Und saufen tut aber die. Der Whisky, der geht ins Geld. Es geht doch nicht ums Geld. Araber haben einen Komplex gegen uns Europäer. Entweder denkt jeder, sie sind Terroristen, oder man behandelt sie wie ein Diener. Du lässt ja doch auch von ihm den Tee machen. Genau. Und wer bringt dir immer dein Döner von der Straße, eh? Ja, eben. Tariq kennt einfach die besten Kebabläden. Mhm. Na gut, vielleicht bin ich auch nicht besser. Willi ist der Einzige, der ihn korrekt behandelt. Wahrscheinlich hat Tariq recht. Willi ist ein Bünzli, aber wenigstens er ist korrekt. So, jetzt wird's dann gerade wieder warm da rein. Komisch. Was ist? Haben wir wieder irgendetwas nicht bezahlt? Ein Brief von der Wohnbaugenossenschaft. Express. Also von mir kriegst du keinen Groschen, sag ich dir gleich. Außer du leist mir's vorher. Was wollen Sie denn? Keine Ahnung. Familie Willi Scheibli. Seit wann hat der Willi eine Familie? Sicher ein paar ledige Kinder, die mit unseren Heizkosten finanzieren. Der Willi? Der weiß nicht einmal, wie aussieht eine nackte Frau. Sollen aufmachen? Na, was denn sonst? Du bist der Chef. Hat er selber gesagt. Rudi, geh schon. Ich komm jetzt schon. Aha, der Schellenberger. Eh klar. Wir haben sie schon vermisst. Und? Alles Paletti im Westflügelbrüm? Geht mir aus dem Weg. Mit euch rede ich gar nicht. Wo ist der Schäbli? Skifahren. Ja? Bonjour, Herr Schellenberger. Guten Morgen. Guten Morgen, Gitzkan. Kann ich Ihnen vielleicht weiter helfen? Glaubt ja nicht, dass ihr mit dieser Tour bei mir ankommt. Aber Herr Schellenberger, mit welcher Tour denn? Denk mit eurer Tour de France da. Ihr wisst ja ganz genau, was ich meine. Mais Herr Schellenberger, ich weiß nicht, was Sie meinen, aber vielleicht Sie zeigen es mir. Meine Frau hat mich geschickt. Wegen letzter Nacht. Wegen letzter Nacht von Ihnen und Ihrer Frau? Nein, wegen unserer letzten Nacht. Sie meinen Sie und ich? Wegen der Nacht von uns allen hier in diesem Haus. Oh, Herr Schellenberger, Sie sind ja ein ganz, ganz schlimmer. Da ist fertig mit dem Scheich. Herr Hassan. Al-Hassan. Von mir aus, ich hoffe, ihr seid euch der Tatsache bewusst, dass wir uns hier in einem sozialen Wohnungsbau befinden. Und als solche impliziert er soziales Verhalten. Im Gegensatz zum asozialen Verhalten, was sich in dem äussert, ja, dass die Türen geschletzt werden. Es könnte der Hunger im Hof gerade sackweise vor sich herfühlen. Regelmässig Partys gemessen werden, mitten in der Woche, bis am Morgen um 5 Uhr. Und dann nachher so endet, dass nachher das ganze Steckenhaus nach einer Mischung von Whisky und Magensäure stinkt. Seit ihr im Sommer hier eingezogen seid, ist das nur noch aus ihrem Haus. Eine Party? Da rein?
Sie täuschen sich, Herr Schellenberger. Ich bin ein gläubiger Moslem und ich leite die Wohnung. So etwas würde ich nie zulassen. Ich brauche meinen Schlaf genauso wie Sie. Ich kann bestätigen, Tariq ist ein Schläfer. Ja, bei uns herrscht ja praktisch die Scharia. Wir müssen sogar den Bartverleger Richtung Mekka legen. Das Wort Party existiert im Arabischen gar nicht. Immer wir sagen, Tariq, bitte, eine Party, nur eine. Wir können nicht immer nur studieren. Wir brauchen auch Sex und Drugs und Rock'n'Roll. Aber immer sagt Tariq, nein, wir müssen respektieren den Wunsch nach Ruhe von den netten Herr Schellenberger von nebenan. Hört doch auf mit dem Seich. Wegen euch sitzt zum letzten Mal in dem Haus, wo eine Familie mit Kind und ihr erwartet, dass ihr das endlich respektiert. Das ist mir sowieso ein Rätsel. Wieso haben sie euch überhaupt da reingelassen? Das ist kein Studentenheim, sondern eine Familiensiedlung. Ja und? Wir sind ja praktisch eine Familie. Multikulti, verstehst du? Patchwork extrem. Jetzt muss man nicht noch frech werden, du Ötzi. Jetzt zahlen doch nicht 1000 Franken Miete, dass so ein paar der herrgelaufene Studenten mit der Schlafraube. Aber Herr Schellenberger, wir sind doch alles Europäer. Wir sollten aufeinander zugehen. Kommen wir jetzt nach. Wir sind ja noch lange nicht in der EU. Kannst du denken, Babettli? Babettli? Ich heiße Virginie. Herr Schellenberger, ich kann Ihren Ärger ja verstehen, aber das ist ja jetzt wirklich. Moment mal. Wie viel haben Sie gesagt, zahlen Sie Miete? 1000? Wieso? Ich denke, wir alle hier in diesem Haus. Aber für eine Disco ist mir der Eintritt eindeutig zu hoch. Wir zahlen aber 1200. Und darum dürfen wir auch hier wohnen. Willi hat alles organisiert. Er ist unser Hauptmieter. Da erinnert es auch keine 1200. Die Mieten sind statuarisch festgesetzt auf 1000 Stutz. Sie haben alle Wohnungen genau gleich gross. Ja, aber warum zahlen wir denn 1200? Familie Willi Scheibli. Ich bringe am Baum. Das ist mir doch völlig egal, wer eure Miete zahlt und wie viel. Aber wir haben immer noch eine Hausordnung. Und ich bringe euch nächstes Mal vorbei. Und wenn es weiter Ärger gibt mit euch, beschwere ich mich bei der Wohnbaugenossenschaft. Haben wir es verstanden? Schönen Tag noch. Willi? Aber er ist doch korrekt Schweizer. Kann mir bitte jemand sagen, was hier los ist? Was los ist? Der Willi hat uns verarscht. Das ist los, kapisch? Der gibt uns auch seine Familie aus. Lasst uns seine Miete zahlen, die falsche Sau. Wir sind die größten Deppen von da bis zum Not. Aber dem Residenzschild los, das sag ich da. Könntest du dich jetzt bitte wieder beruhigen? Beruhigen? Was um wie viel Kohle der uns schon beschissen hat? Aber was steht denn das alles? Ich verstehe das nicht. Mochten wir Sie nach mehrmaliger Mahnung über die Erwägung eines abschlägigen Bescheides bezüglich einer Verlängerung des Mietverhältnisses in Kenntnis setzen, da uns trotz wiederholter Forderung keine Belege zu Einkommen und Kindergeld vorgelegt wurden? Was ist das? Deutsch? Beamtendeutsch. Da ist Mittelhochdeutsch ein Scheiß dagegen. Unser Willi! Ihre mangelnde Kooperation zwingt uns nunmehr ein Prüforgan vorbeizuschicken, welches Ihre derzeitige Wohn- und Lebenssituation überprüft. Wir mochten Sie und Ihre Familie daher suchen, kommenden Montag, 3. Februar um 11 Uhr Vormittag vollzählig in Ihre Wohnung anwesend zu sein. Einschließlich Ihre beiden Kinder. Was? Welche Kinder? Für morgen, die spinnen ja. Andernfalls die Kündigung des Mietgegenstandes erfolgen muss. Mit freundlichen Grüßen I.A. Lienhardt. Aber was heißt denn das alles? Wird FCZ-Meister? Nein, aber wir steigen ab. Das darf doch nicht wahr sein. Du, der kassiert Kindergeld für uns. Ich drehe ihm die Kugel um. Wenn die herausfindet, wer da wohnt, dann ist die Wohnung auf jeden Fall Geschichte. Scheiße. Die meinen sicher, wir stecken mit dem unter einer Decke. Hey. Das ist im Fall Sozialbetrug, versteht ihr? Wir haben doch gar nichts gemacht. Ja, mach das mal an einer Schweizer Behörde klar. Die schieben mich ab. Zurück in Libanon. Ausgerechnet jetzt, wo mein Einbürgerungsverfahren läuft. Da ist so. Wir haben einen Tag ab und suchen eine neue Wohnung. Wie in Italien. Spinnst, das wäre ja ein Schuldigeständnis. Was? Die wissen doch, dass wir hier wohnen. Wir sind doch alle gemeldet. Also ich bin nirgends gemeldet. Ja, aber ich. Was glaubst du, wie schnell die uns findet? Ja, und dann ich gehe zurück nach Italien. Dort man darf wenigstens aber einen Sex, wo man will. Ja, danke, Enzo, danke vielmal. Ah, du hättest Willi eben besser müssen sehen auf seine saubere Schweizer Ende. Ich schlug ihm alle 10 aus. Nein, ach, Heta, ganz ruhig, okay? Ruhig, für dich als Europäerin ist das einfach, aber ich werde wieder Reiseführer in Beirut. Wir finden eine Lösung. Und was für eine?
Wenn in diesem Land etwas krumm läuft, dann sind doch die Ausländer schuld. Hey, ein Moslem, der Kreuzzeug studiert, weißt du, wie das aussieht? Da kannst du ja gerade Selbstmordattentäter draufschreiben. Hätten wir das noch antun nach all diesen Jahren? Wir rauen ab und lassen einen Zettel da, wo steht, Schuld an alles ist der saubere Wille. Was wird dann aus der Rig? Reiseführer in Bayreuth ist nicht so schlecht. Willi, du musst sofort wieder heimkommen. Willi, Combox. Also ich bleib jedenfalls da und warte, bis das Bier schon da reinkommt. Aber was redest du denn da? Willi kommt doch erst in einer Woche, aber diese Prüforgan kommt schon Montag. 8 Jahre Schweizer Schule Beirut, 4 Jahre Kollegialdorf, 10 Semester Uni Zürich, alles für Katz. Ich werde dem korrekten Schweizer Spießer eine so korrekte Wiener Watschen panieren, dass er die Güte vogelt bis 2017. Und ich werde meine Koffer packen. Du bleibst hier, Enzo, okay? Und du, Derek, hör sofort auf zu jammern! Mon Dieu, was seid ihr bloß für Männer? Wir werden dieses Problem rational lösen! À la Française! Lass mich raten, du vögelst den Böfer! Was ist? Das ist das Rationalste, was mir einfällt. Auf einen mehr oder weniger kommt's auch nicht mehr. Ich werde gar niemand vögeln, compris? Wir werden denen einfach sagen, dass ihr wirklich eine Schweizer Familie wohnt. Familie Willi Scheibli, wie es in dem Brief da steht. Die kommen da an, Wirschen. In 3 Tagen wollen die eine Schweizer Familie sehen. Mais oui, und die kriegen sie auch. Wir kaufen ein paar Bilder von Eiger, Mensch und natürlich Jungfrau und eine Poster von die 4 Städte Weizen. Et voilà. Die Wohnung ist doch nicht das Problem. Aber wo nehmen wir die Schweizer her? Wir können ja nicht Schauspieler engagieren. Gibt es in der Schweiz überhaupt Schauspieler? Vielleicht wir finden ein paar freiwillige Amateurspieler. Ja, ein paar freiwillige Amateurschweizer. Dann zahlen wir sie eben. Schellenberger zum Beispiel, er geht doch stempeln. Der ist froh um jede Franke. Spitz, das ist doch der Erste, der uns verpfeift. Also ich zahle keine Groschen, außer du lässt mir's vorher. No, warum versteht ihr denn nicht? Wir spielen die Schweizer Wir. Wir spielen Schweizer Menschen. Homo sapiens helveticus. So kommst du ins Hirn geschissen. Schweizer spielen, sag mal, weißt du eigentlich, wie schwer das ist? Ich bin seit 9 Jahren da und immer noch jeden Tag komplett überfordert. Ein Schweizer Spießer spielen, nur bei meiner Leiche. Wenn wir diese Wohnung behalten wollen und Tariq seine Aufenthaltsbewilligung, dann werden wir das aber tun müssen. Ich mein Schweizer! Hör doch mal den Dialekt an! Ein Auswärtiger stranguliert sich selbst beim Reden! Glaubst du vielleicht, ich möchte Schweizer spielen? Aber es muss sein! Wir können Derek nicht im Stich lassen! Also, auf mich kannst du zählen. Ab sofort, ich werde zu einer anständigen, korrekten, fleißigen Schweizer Hausfrau. Gebt mir 10 Minuten und ihr werdet sehen, was ich meine. Lass mich raten, redet er Englisch? Elliot? Elliot! Enzo! Virginie! Kommen der Entli? Hallo! Wie wollt ihr richtige Schweizer werden, wenn ihr es nicht einmal schaffen, pünktlich zu sein? Hey, ein echter Schweizer kommt im Fall nie zu spät. Stimmt, eher zu früh. Im Ernst, das geht im Fall um meine Existenz. Ich bin ja gleich soweit. Tagio! Ja, das gehört jetzt sicher eine Stunde. Der spielt da hinten mit seiner Playstation oder Videokamera oder Digitalkamera. Am besten, ich buche gerade einen Flug auf Beirut einfach. Schweizer spielen, scheisse Idee. Schönes Tägli. Mein Name ist Peter Stierli aus Wallisellen. Und ich arbeite als Aussendienstmonteur in einem KMU-Betrieb. Grüezi! Ich bin's Regula Mösli.
mir sagen. Für denen am Berg liegen, steht der riesige Geist. Ich asi welle melke, da haut sie mehr Eis. Ola duli, 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 ola duli, 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 ola duli, 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 ola duli, duli, duli. Was genau meinst du? Ja, das da, das Giotel da. Wir sind Schweizer. Ein Schweizer Mann und eine Schweizer Frau. Du meinst Tränen in deine Augen. Sie sagt Ruhe, sie schaut nicht so. Jetzt nimm auf dich das Wort, aber du musst doch was heißen. Wir saufen da auch im Tränenmeer. Sie schließt es her. Ruhe, sie sind Spitzen. Du schaust dir aus wie Julia Timoschenko. Sie macht einen auf Francine Jordi und er sieht aus wie der Roger Köppel. Leute, wir brauchen keine so Postkarten-Schweizer, sondern normale Schweizer aus den unteren Einkommensschichten. Versteht ihr? So Leute wie auf RTL 2. Der eine wie der Rudi, das ist ein Schweizer. Und pass auf, was sagst du, gell? Muss ich asozial sein, faul und negarant. Aber so nicht Schweizer zu mir. Mir ist komplett egal, wer oder was ihr seid. Da geht es darum, was ihr solltet sein. Eine Schweizer Familie, die von der Sozialhilfe lebt. Und nicht eine Besuchergruppe auf dem Ballenberg. Was sollst du denn so aussehen, die Schweizer? Wie soll das funktionieren? Mit dem Akzent von den zwei? Also, hört, ab sofort sind wir die Familie Willi Scheibli. Und ich bin der Vater, der Willi. Der Vater, ein Araber. Und heißt Willi. Es geht nicht anders. Ich bin der Einzige von euch, der wirklich Deutsch redet. Was ist mit mir? Ich spreche astreines Deutsch. Ich könnte nachspielen, den Schweizer. Du glaubst aber nicht im Ernst, dass dein Fritzl-Dialekt bei uns als Deutsch durchgeht. Entschuldigung, aber so redet kein Schweizer, nicht einmal, wenn er bekifft ist. Ich könnte ja Liechtenstein und das ist ja schon halb schweizerisch. Sag das nie zu einem Schweizer, Rudi. Und wenn ich Hochdeutsch rede? Noch ein Deutscher mehr in der Schweiz, bist du lebensmüde? Ich sehe alles an, aber nur einfach. Wenn der Prüfer bei der Masseneinwanderungsinitiative ja gestimmt hat, dann können wir es sowieso gerade vergessen. Abgesehen davon, du kannst doch gar nicht Deutsch, du bist ein Wiener. Wienerisch ist Deutsch. Und wieso tönt es denn nicht wie Deutsch? Willst du leicht sagen, dein Araberdeutsch ist deutscher wie mein Wienerdeutsch? Ja, aber sicher. Immerhin habe ich 13 Jahre Schweizer Schule hinter mir. Und ich auch Vierteljahrhundert Wien. Und genau das ist dein Handicap. Also, der ist doch nicht mehr ganz. Ich doch überhaupt nicht darauf an, ob du Deutsch kannst oder nicht. Was wir brauchen, ist ein Vater mit einer schweizerdeutschen Aussprache. Und du sagst es. Tarik ist unser Papa. Wisst was? Ihr kennt's mit Kreuzweis. Nein, Leute, du bleibst da. Ohne dich geht's nicht. Ihr erwartet genau vier Personen. Eltern und zwei Kinder. Enzo, du bist ab sofort mein Sohn. Ah, verstehe. Du bist mit 5 für Vater geworden. Hey, ich war vielleicht ein bisschen früher reif. Und was ist mit meiner Sprache? Warum der Sohn von einem Araber spricht mit italienischem Akzent? Enzo, ich bin kein Araber mehr. Wann geht das endlich in deinen Schädel? Na gut, warum der Sohn von einem Deutschschweizer spricht mit italienischem Akzent? Wieso echt? Weil meine erste Frau Italienerin war. Deine erste Frau? Ja, ich bin geschieden. Du bist geschieden? Doch nicht wirklich, aber in unserer Geschichte. Ah, ho capito. Genau. Und ich habe für dich das Sorgerecht bekommen. Der Vater bekommt aber nie das Sorgerecht. In meinem Fall schon. Okay. Weil deine Mutter eine Nutte ist. Meine Mutter? Eine Nutte? Doch nicht wirklich. Aber für den Prüfer bist du der Sohn von einer italienischen Nutte. Ja, wieso ausgerechnet eine italienische Nutte? Weil du Italiener bist. Es macht überhaupt keinen Sinn, wenn der italienisch redende Sohn von einem Schweizer Vater das Kind von einer skandinavischen Nutte ist. Es macht alles keinen Sinn. Erstens wird es niemals geheiratet, eine italienische Nutte. Und zweitens, eine italienische Frau würde niemals ergeben ihr Kind. Auch nicht eine Nutte. Mama ist Mama. Mein Gott, wenn es den Eltern hat, hat das böse Schweizer Gericht so entschieden, das Kind bleibt beim Vater und Pasta. Also. Das ist, weil Moslem ist. Eine Frau, die sich lässt scheiden, ist für ihn automatisch eine Hure. Wieso meine Mama kann nicht einfach gestorben sein, ne? Italienische Frauen sterben genau wie andere. Weil es mich als alleinerziehender Vater bemitleidenswerter macht, wenn deine Mutter eine Nutte ist. Ja. Und dich als Kind ebenfalls. Oh.
Und genau das müssen wir erreichen, dass sie uns aus lauter Mitleid schon in dieser Wohnung lassen. Ein Typ, der von einer italienischen Hure sitzen lassen wird. Stimmt, da kommen mal die Tränen. Ich bin kein Türk, Damina Mal. Können Sie nicht wenigstens eine tote italienische Hure? Genau, der Türke hat sie umgebracht. Oh, ein Ehrenmord. Ich bin kein Türk, ich bin Libanes. Ich bin Schweizer. Und als Schweizer in zweiter Ehe verheiratet mit einer Französin. Ah, da schon her. Der Schweizer Türk hat sich durch die halbe EU gevögelt. Und bin ich auch eine Uhr? Nein, ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Du bist eine ganz normale französische Frau. Fast hätte ich was gesagt. Also gut, so machen wir es. Kommen. Ja, und wer bin ich? Dein schwuler Liebhaber aus dem Salzgrabenboden? Der verschollene Opa aus Belutschistan? Nein, Rudi, du bist mein zweiter Sohn. Sein Bruder! Sein Halbbruder, unser gemeinsames Kind. Ach, und ich soll ich reden? Französisch kann ich nicht. Nein, jetzt sterbe ich nicht. Nein, Rudi, du redest überhaupt nicht, du bist stumm. So, musst du mich verarschen? Es geht nicht anders. Du kannst unmöglich Wiener als Sohn von einer Französin und einem Schweizer. Wir sagen einfach, dass die komplexe Familiensituation dich so verstört hat, dass du Autist geworden bist. Das ist im Fall nicht einmal so selten. Abgesehen davon macht es die ganze Situation noch viel dramatischer. Hey, soziale Komponenten, verstehst du? Was los, Tarik? Leg mich erst ehrlich! Der einzige von allen, der Deutsch kann. Und ausgerechnet, ich soll die Goschen halten? Der autistische Halbbruder von einem italienischen Hurensohn? Du hast mir gar nichts zum Sohn, Marlene. Hey, ich bin an der Boss und ich sag dir, was durchgeht. Basta! Also, die sprachliche Komponente wird damit geklärt. Das Problem bleibt folgendes. Obwohl ihr alle nicht wirklich Schweizerdeutsch könnt, müsst ihr euch wie Schweizer verhalten. Das passiert zwangsläufig, wenn man länger in diesem Land lebt. Schaut mich an. Vor 9 Jahren war ich noch ein levantinischer Chaot und heute ein überzeugter Tüpfelscheisser. Du solltest mal meine Schreibtischordnung sehen. Das ist Schweizerisch? Einmal schweizerischer als Libanesisch. Das ist ja genau das Problem mit diesen Klischees. Sie gelten in der Masse, lassen aber keinen Rückschluss zu auf den Einzelnen. Man darf es mit ihnen nicht übertreiben und trotzdem müssen sie ganz klar zur Geltung kommen. Agapito. Nicht alle Araber sind Terroristen, aber Araber sind mehr Terroristen als Schweizer. Ja, aber sagt das ja nie im Libanon. Nicht alle Italos sind Ghana, aber die meisten. Du sagst es, Rudi. Nicht alle Wiener sind melancholische Säufer, aber ein Nüchterner fällt zu Wien mehr auf als zu Winterthur. Die Frage ist, was macht ein typischer Schweizer aus? Die furchtbare Kleidung. Mena, das haben Österreicher und Libanesen auch. Was ist das dann? Genau das da. Was ist das? Ein 5-Punkte-Plan mit den wichtigsten Klischees über die Schweizer. Being Swiss people for dummies. Ja. Punkt 1, der Schweizer ist pünktlich. Da wären ihr jetzt mal alle schon durchgefallen. Jawohl. Merkt euch, ein Schweizer kommt nicht einmal zu seiner eigenen Hinrichtung zu spät. Punkt 2. Der Schweizer ist korrekt, pflichtbewusst und hält seine Versprechen. Und was ist mit Willi? Ausnahme bestätigen treten. Punkt 3. Der Schweizer ist stolz auf sein Land. Aber er würde nie damit blöffen wie ein Franzose oder ein Italiener. Aber wehe einer werfen gegen die Neutralität oder das Konkordanzsystem oder Milizarmee, dann holt er sich Sturmgewehr aus dem Schrank. Oder wenn einer nicht weiss, was man zu einem Fondue trinkt. Rivella! Falsch. Bier? Falsch. Champagner? Falsch. Whisky, Wodka, Red Bull. Was weiß ich, was ein Schweizer noch ausruft. Weiss, wie denk? Fondant aus dem Wallis? Barolo ist besser. Aber doch nicht zu einem Fondue. Und zum Schluss trinkt er einen Kirsch, zum Verdauen, damit es keine Klümpen gibt im Magen. Ein Glück hat Napoleon seinerzeit dieses Land annektiert. Es gäbe sonst keine vernünftigen Restaurants hier. Es heisst nicht das Land, Virginie, es heisst das Ländli. Punkt 4. Der Schweizer muss alles verkleinern, weil das Land selber schon so klein ist, damit die Relationen wieder stimmen. Alles wird verniedlicht, alles ist herzig. Herzig? Genau. Darum hat die inoffizielle Nationalhymne. Das Schweizer Ländli ist noch klein.
aber schöner könnte es nicht sein. Ein Haus ist ein Häuschen, eine Jacke, ein Jäckli, ein I, ein Fili, li. Fonduli. Nein, das nicht. Ein Fondue ist ein Fondue und bleibt ein Fondue. Auch Fränkli ist ein absolutes No-Go. Das sagen nur die Deutschen, die meinen, sie wissen, wie die Schweizer reden. Händli. Bro. Urli. Du schau dir den Macaroni an. Ich habe kein Jäckli, darum trinke ich ein Wili im Usli. Gato! Punkt 5. Der Schweizer ist fleissig und arbeitet gern. Ah, das sind doch wirklich alles Klischees. Ist keine andere Schweizer. Ja, aber grosso modo stimmt's. Ihr hat einen richtigen Sandsaug. Genau. Für Feinheiten haben wir jetzt sowieso keine Zeit. Für uns gilt ab sofort der Schweizer. Und genau den müssen wir am Montag Punkt um 11 Uhr spielen. Also, was meint ihr? Also, ich bin dabei. Enzo? Warum nicht? Jetzt, wo ich keine Sprache. Und wenn es nicht klappt, ich kann immer noch abbauen nach Italien. Ruedi? Ich kann kein Schweizer spielen, Tarik, ehrlich. Ich mach da Richard den Dritten. Ich geb das Kippi des Buschgängero. Aber ein Schweizer, das krieg ich nicht hin. Ruedi, alles, was du am Montag musst machen, ist deine Klappe halten. Hey, ein taubstummer Schweizer, das bringst du jetzt noch an. Ja, super. Denkst einfach, du sagst Liechtensteiner, das kannst du doch. Wir kümmern uns um den Rest. Ich garantiere euch, mit ein bisschen Glück können wir am Montag mittags helvetische Gütesiegel erster Klasse. Ich weiß nicht. Also, du lässt uns im Stich. Rudi! Wienerli! Bisschen Husli und Fondue im Schweizer Ländli, hä? Nein, alles so gut. Oh, aber das kostet was, Tarik, das sag ich dir. Den besten Whisky, den du kriegen kannst. Highland Malt, mindestens 20 Jahre Fass. Ah, ich hab gewusst, dass man sich auf euch abverlassen. Einen echten Österreicher hätte man mit Alter schon immer kaufen können. Also dann, willkommen in der Familie Willi Scheibli. Erzi. Na, no, was wird denn? Erzigli? Jetzt mach endlich die verdammte Tür auf! Ja, Willi, mein Schatz, ich komme schon! Wo bist du denn auch? Da sehe ich noch mal! Tut mir leid, Cherie, aber der Dampfabzug war so laut! Ist das unterwürfig genug? Und kannst nicht ein bisschen leisiger kochen? Ja, bitte? Grüezi, mein Name ist Lienhard, ich komme von der Wohngenossenschaft und. Mann, Vicky, du blöde Zwetschge, das ist doch der Typ von der Wohnbaugenossenschaft. Was? Denk der, wo der komische Brief geschrieben hat. Ich hab dir doch gesagt, der komme am Elfen. Wie wenig muss der eigentlich noch sagen, dass wir da in der Schweiz pünktlich sind? Aber was für ein Brief denn, Cherie? Jetzt mach endlich die verdammte Türen auf! Du Schmalscharse! Tommy, sieh ich noch mal! Ja, eben, grüezi noch mal. Beat Lienhardt von der Wohngenossenschaft. Das ist mein Ausweis. Alles Paletti, Mann, nur meine. Sie hat es einfach nicht geschnallt. Und jetzt ab in die Küche mit dir, aber heute noch. Ja, mein Schatz. Hey, warten Sie noch ein Moment. Ich will sowieso mit Ihnen auch noch gerade reden. Ich will für dich, ist das klar? Ich kann sowieso nicht richtig Deutsch. Ich muss nur noch ein bisschen Maisena ins Fondue reinrühren, wissen Sie? Ja, wie Sie meinen. Nehmen Sie auch nicht. Wie? Fondue. Mein Mann hat es nicht gern, wenn es klumpt. Klumpt? Habe ich klumpt gehört? Menagerie, es ist alles in Ordnung. Ja, das wollte ich auch hoffen. Punkt Viertel ab steht das Fondue auf dem Tisch.
Fäden ziehen ja, aber Klümpen kein, kapiert. Und bring dem Mann einen Stuhl. Nein, lehn sie nur. Bring dem Mann einen Stuhl! Sie ist eben ein kleines Lama, wissen Sie. Froschfresser, muss ich noch mehr sagen. Ja, ich will ja nicht lange stören. Es geht nur um ein paar Formalitäten. Und bring dem Mann ein Bier. Nein, danke. Nicht nötig. Ich trinke nicht mehr. Und wir auch aber Dali, also, was geht's, schiessen Sie los? Ja, es ist eigentlich ganz einfach, Herr Scheibli. Uns fehlen noch ein paar Dokumente und eine Bestätigung. Wir haben sie ja in der letzten Woche mehrmals versucht, per Post zu erreichen. Und weil Sie ja von Anfang an mit Ihrer Mietzinszahlung eher ein bisschen zurückhaltend waren, haben wir uns gedacht, wir tun der Ordnung halber unser Bild vor Ort. Ja, meinen Sie, ich hätte nicht lieber ein eigenes Haus? Wie? Zwei Hütten habe ich für die Weiber gebaut. Zwei. Alles im Arsch. Aber wenigstens habe ich es gebaut. Das kann mir niemand mehr nehmen. Ja, eben genau. Darum haben wir uns eben gedacht, wir machen uns mal ein Bild vor Ort von Ihrer momentanen Wohn- und Familie. Ich sage immer, pass auf bei zwei Sachen, oder? Weiber und Banken. Das kommt immer aufs Gleiche raus, oder? Zahlst ein, kommst nie etwas rausnehmen. Ja, genau. Und darum eben das Bild von Ihrer momentanen Wohn- und Familiensituation. Ist etwas? Nein, nichts. Also dann. Sie sind also der Herr Scheibli Willi. Aber schon sicher, sonst wären Sie ja nicht da. Ja, das ist richtig. Und Sie sind die Frau vom Herrn Scheibli Virginie. Vicky. Wie? Sagen Sie einfach Vicky zu ihnen, oder? Wie Vicky und die starken Männer. Also ich und die Buben, verstehen Sie? Starke Männer. Ja, ich verstehe, ja. Also dann Vicky. Frau, Sie sind Französin. Froschfresser Kategorie A. Mir leid, aber mein Deutsch ist nicht so gut. Ja, das macht doch gar nichts. Ich frage nur wegen Ihrem Nachnamen. Aubert. Aubert? Aubert? Ja, Sie heißen doch Aubert, oder? Jedenfalls steht das so in meinen Unterlagen von der Einwohnerkontrolle. Was für eine Einwohnerkontrolle? Ja. Wir haben leider Ihre Daten müssen anfordern. Das wäre alles nicht nötig gewesen, wenn Sie auf unsere Aufforderung schriftlich reagiert hätten. Ja. Meinen Sie, ich kriege Zeit für all den Papierscheiß? Sehen Sie, und genau darum bin ich da. Also, das heisst also, Sie haben Ihren Nachnamen behalten? Ja. In Frankreich ist es üblich, dass die Frau ihren Namen behält. Und Willi war es egal. Ja, was heisst da egal? Kann drauf bestanden. Scheibli ist viel zu gut für dich. Ja, nur unser Gartenhäuschen. Das durfte so heißen. Scheibli-Üsli. Willi hat es mit ganz großen Buchstaben draufgeschrieben. Ja, hör mir auf, ich will gar nicht dran denken. Heute hat es einen Türk, der züchtet den Hasch, steht immer noch Scheibli drauf. Verstehen Sie, was ich meine? Der gibt sich als mich aus. Ja, unglaublich. Was meinen Sie, wie viele Leute bei mir versuchen, sich als jemand auszugeben, wo sie gar nicht sind? Ah ja. Sie können sich gar nicht vorstellen, auf was für Ideen die Leute so alle kommen. In Zeiten wie denen blüht halt der Sozialbetrug. Aber nix, Frau Aubert. Ihre beiden Söhne sind nicht zufällig da. Mais bien sûr. Enzo! Chouchou, kommst du mal? Genau, der Enzo und der Tariq. Enzo! Tariq! Tariq? Aber wieso denn Tariq? Ich meine, Sie wollen Tariq sehen? Nicht Rudi? Weil Rudi, also vom Rudi steht jetzt in meinen Unterlagen Ihnen nichts, oder haben Sie drei Kinder? Ja. Aber der Rudi, den können Sie vergessen. He? Der ist für uns gestorben. Wenn Sie ihn finden, dann suchen Sie ihn im Knast. Oder im Entzug in Rheinau. Verstehen Sie? Nein, das ist doch gar nicht nötig. Ich habe nur nicht gewusst, dass es überhaupt einen Rudi gibt. Ja, im Brief sind zwei Kinder gestanden. Also sind wir auch nur von zwei ausgegangen. Enzo und Tariq und ich kommen jetzt da an, aber Tali!
Katze. Entschuldigung. Der Jüngere ist etwas schüchtern. Aber Mama, ich spiele gerade Fußball auf die Playstation. Ich bin Luca Toni und so kurz vor die Highscore. Und Luca Toni ist nie bei die Highscore. Dann drückst du auf die scheiß Pause-Taste. Aber dann ist die ganze Spaß futsch. Du kommst jetzt an, Kapischi. Ich will aber nicht. Rönt sie doch, den Buben. Ja, das wäre ja noch schöner. Du kommst jetzt an, oder ich versoll den Arsch, bis du volljährig bist. Ist es nein. Ich will so rum, so Mama. Wenn du volljährig bist, kannst du den Büffel von Neapel nachher suchen. Herr Ober, sorry, Herr Scheibli, so können Sie doch nicht mit einem Kind... Das geht Sie gar nicht an, Familienangelegenheiten. Und ihr kommt jetzt da überall am Rampazampa. Am Enzo, seine Mutter heisst Danesi. Wählen Sie den Namen des Warnisters. Und sie ist wirklich eine Prostituierte. Ja, wenn sie überhaupt noch lebt. Es würde mich nicht wundern, wenn sie schon längstens putzt hat. Aber ihren Namen haben wir mal an, damit er so denken hat. Oder das Grab der unbekannten Hure, so etwas in dieser Art. Das ist ja grauenhaft. Also... Keine Angst, die sind beide HIV-negativ. Ja, das habe ich doch nicht gemeint. Ich habe nicht keine Ahnung, dass die Familienkonstellation da so... So was? Ja, so multikulturell und sozial komplex. Dino, sei bei mir! Wieder! So, geht doch! Dann bist du also der Tarik. Al-Hassan. Er redet vermutlich nicht so gern. Tarik. Das ist aber ein ungewöhnlicher Name. Und Al-Hassan auch? Das ist sein zweiter Vorname. Darf ich Sie fragen, wie Sie auf diesen Namen gekommen sind? Ja, er ist ja nicht von mir. Sie hat etwas mit einem Kameltreiber gehabt. Ja, die laufen ja in Frankreich scharenweise umeinander, oder? Algerier, Marokkaner, Tunesier, das Araber-Gesuchs, wenn Sie wüssten, was ich meine. Herr Scheibli, darf ich Sie bitten, jetzt hier keine rassistische Bemerkung. Wenn Sie mich fragen, alles Terroristen, oder? Wir können ja froh sein, dass wir hier in der Schweiz leben. Da fallen die wenigstens noch auf. Im Ausland erkennst du nur noch, wenn sie mit der schweren Rucksack in der U-Bahn hocken. Wirklich? Das war ein Witz. Oh! Ja, ich denke mal, das wär's dann. Mach's gut, Tarik. Aus dir wird sicher mal ein guter Schweizer. Aber vergiss nie deine arabischen Wurzeln. Das sind nämlich auch Menschen, auch wenn das manche Schweizer nicht glauben. Ein Bitte hätte ich noch. Könnten Sie vielleicht mit Ihrer Mietzinszahlung ein bisschen pünktlicher sein? Das macht nicht so einen guten Eindruck. Ist gepunkt. Und kaufen Sie ein Schloss für Ihren Kühlschrank. Das Kind stinkt nach Alkohol. Das kleine Bierli hat ihm noch nie geschaut. Er hat sie mit der Muttermilch aufgesogen. Ist es witzig? Oh, ja. Herr Richter, ich bin schon ein großer Schweizer, unser ja. Tarik. Au revoir! Blöd. Fast hätte ich es vergessen. Könnte ich vielleicht noch schnell in Ihre Zimmer schauen? Wegen der Instandhaltung. Also, Sie können es natürlich ablehnen, aber fragen muss ich mindestens. Vorschrift! Ja, aber muss das denn sein, Herr Lienhardt? Das sind doch unsere privaten... Nomen rein, wir haben dich nicht zu verstecken, außer ein paar Pornos. Ja. Ein Witz! Hören Sie nicht auf ihn,
Herr Lienhardt. In dieser Wohnung herrscht Anstand und Moral. Enzo, Schuschu, Enzo, zeig dem Lienhardt dein Zimmer. Ja, kommen Sie. Wir können zusammen spielen Fußball. Meine Playstation liegen. Italia gegen Schweiz. Warum hast du denn nicht Nein gesagt? Wir hatten ihn doch schon fast draußen. Ja, aber das wäre doch auffällig gewesen. Auffälliger als das, was du hier gerade abgeliefert hast. Wieso? Es funktioniert doch. Ey, Leute, ich habe nicht gesagt, dass es klappt. Ihr seid im Fall super gewesen. Ich sage euch, wenn der Mann jetzt nicht Mitleid mit uns hat, dann hat er ein Herz aus Stein. Ach, glaubst du, mein Schweizer hätte mir schon recht. Aber ein Araber Bastard, das kostet ja ein ganzes Pass. Mir geht das so da. Rudi, wenn du das weiter so spielst, dann kommst du von mir einen Oscar über. RTL 2 wird uns vom Fleck weg engagieren. Es macht so Spass, einen Schweizer zu spielen. Du bist so laut. Und solange der Enzo da mit seiner Playstation voll dudelt. Es hat geklingelt. Ja, ich habe es gehört. Hey, wir machen sicher nicht auf. Nicht solange wir den Typ da noch in der Wohnung haben. Und wenn es Willi ist? Ja, dir kommt mir gerade recht. Spinsch! Der weiss doch nicht von all dem. Vielleicht versaut er uns noch alles. Abgesehen davon hat er einen Schlüssel. Wieso sollte er läuten? Und wenn er es doch ist? Dann heuer mal nicht die Goschen. Das kannst du noch machen, wenn unsere Show da vorbei ist. Ihr schaut jetzt, dass da niemand rauskommt. Parat! Wir sind noch nicht deppert. Ja, bitte. So, da ist sie. Aber Herr Schellenberger, Sie können hier unmöglich einfach hineinmarschieren. Ja, gelütet, ihr habt aufgemacht, also. Da wäre sie jetzt, schwarz auf weiß, die Hausordnung vom 1.3.2010 gemäß den Statuten der Wohnbaugenossenschaft. Sehr gut, ihr seid ja da. Umso besser. Dann hört ihr mir jetzt alle mal gut zu. Paragraph 8. In der Zeit von 22 Uhr bis 7 Uhr morgens hat Nachtruhe zu herrschen. Ja, Nachtruhe, kapiert. Nicht nach Party, nach Fete oder nach Orgie. Nachtruhe. Und da bitte Paragraph 3. Der Mietpreis der Wohnungen ist statuarisch festgelegt bei 1.000 Franken. Beginnend ab dem Jahre 2010 mit einer Indexanpassung von 2,7% exklusive Nebenkosten zu entrichten, jeweils am 1. des Monats. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Nein, Herr Schellenberger, keine Fragen. Wir sind mit allen Punkten einverstanden. Aber ihr habt es ja noch gar nicht gelesen. Ja, wie seht ihr eigentlich aus? Ja, seid ihr jetzt über Nacht ein Proletensack geworden? Ah, Schweizer. Vielen Dank für Ihre Bemühungen. Wir werden alles auswendig lernen. Und da. Er sieht ja aus, als hätte er nicht mehr alle Tassen im Schrank. Pass auf, Schellenberger, ich bin jetzt Araber und der fackelt nicht lang. Tatsächlich ein Sprung in der Schüssel. Ja, habt ihr jetzt Fasnacht oder was? Jo, was ist denn mit dieser Wohnung passiert? Bei uns ist immer Forschung, Schellenberger, das solltest du langsam wissen. Ah, und ihr geht jetzt an die höhere Töchter aus. Mama, sexy, muss ich sagen, hat etwas. Langen Sie meine Wohnungskollegin nicht an. So, jetzt raus mit, was läuft da? Wenn ihr eine Kostümparty planet, sage ich schon gerade jetzt, könnt ihr vergessen. Nein, Herr Schellenberger, wir planen keine Kostümparty. Ja, was denn sonst? Mich könnt ihr nicht verarschen. Da ist doch etwas faul. Und selbst wenn, Schellenberger, das gibt ja einen Scheiß an. Ah ja, das sehen wir dann noch. Ötzi. Und auf jeden Fall nicht mehr aus dieser Wohnung raus, bis ich weiss, was ihr jetzt wieder vorhat. Was los? Ich hau ihm einfach aus in den Trottel. Das ist nämlich Hausfriedensbruch, Schellenberger, was? Der werft mehr Hausfriedensbruch vor. Nein, der Witz vom Jahrhundert. Ja, aber nur mit dem Humörli. Also, Hupf in Gatsch und schlag an Böen. Redet doch anständiges Deutsch, bitte. Spring in den Matsch und hau eine Welle! So kannst du jetzt wie ein Aussenschnurren bürsten, lieber nicht da bei uns. Hasse nicht die Nummer! Lass ihn ruhig! Also, Herr Schellenberger, ich erkläre Ihnen jetzt, was da innen läuft. Unter einer Bedingung. Sie müssen mir versprechen, dass Sie niemandem ein Wort von dem erzählen. Weder den Nachbarn noch sonst irgendjemandem. Ja, spannend. Aber der Rieck! Wieso? Dürft doch ruhig alles wissen. Der verpfefft uns heute noch! Also, Hand drauf!
Nur, wenn es nicht gegen die Hausordnung verstößt. Das tut es nicht, ich schwör's. Hand drauf. Hand drauf. Jetzt aber raus mit. Super, jetzt ist alles im Arsch. Also, Herr Schellenberger, Sie werden lachen. Wir bewerben uns für den Pilot von einer neuen Reality-Show beim Schweizer Fernsehen. Da liegt ein Haufen Geld drin. Ah, ihr meint so etwas wie Big Brother? Wenn ihr so etwas wie die Schweiz sucht, einen Oberprolo. Als was bewerbt ihr euch? Als Schweizer Familie. Hä? Ihr wollt eine Schweizer Familie sein? Was hast du wohl müssen? Also, die zwei, der geht ja vielleicht noch gerade so durch. Aber der da, er sieht ja aus wie einer aus der Klapsmühle. Oh, Idiot, die Goschenschemberger. Ich bin nämlich der Bub von den zwei. Der meint also Vater, Mutter, Sohn. Na, was ist sonst? Ja. Und der Spaghetti? Ist mein Stiefsohn. Aus erster Ehe. Ja, super. Und ich glaube dem Ernst, dass noch das irgendjemand abnimmt. Bis jetzt hat es einmal funktioniert. Was soll das heissen? Sind die vom Fernseher schon da gewesen? Da rein. Ein Mann vom Schweizer Fernsehen. Betrifft eine Vorauswahl. Was meinen Sie, wieso, dass ich die ganze Zeit so flüstere? Da innen! Psst! Mit dem Enzo! Meinem Heubruder! Also, kein Wort zu niemandem. Klar, Sie haben es versprochen. Und wenn wir sie brauchen, dann holen wir sie. Man kann ja nie wissen. Ja, meinen Sie, die wollen uns Nachbarn aufräumen. Gut möglich. Ich sag ja, da liegt ein Haufen Geld drin. Also, wir halten sie auf dem Laufenden. Das gibt's ja nicht. SRF bei den Leuten in unserer Siedlung. Kleinen, aber ich habe jetzt wirklich keine Zeit mehr. Ich muss doch noch andere Familien besuchen. Hey, nur eines bin ich, noch eine! Enzo, du hast doch schon dreimal gewonnen. Du solltest doch wissen, dass wir Schweizer nicht so gut sind im Schutten. Dann wir tauschen! Sie sind Lugatani und ich bin ab sofort der Schakiri. Guten Tag, Herr Schellenberger. Enzo, kleiner Mann! Du hast aber gewachsen. Ja, und gut siehst du aus. Blum, 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 blum. Und wie geht's dir heute? Gut, danke. Ich habe gerade gespielt mit dem Leonard auf die Playstation. Ja, ja, aber wirklich? Ja, ihr könnt so etwas ganz Tolles sein. Darf ich auch mal mitspielen? Ja, sicher. Sie können sein Valentin Stocker. Der Valentin Stocker? Ja, warum denn nicht? Genau, Enzo. Jetzt zeig doch mal Herr Schellenberger mal dein Playstation. Ja, und lass dir ruhig sein dabei. Sie meinen, Sie wollen wirklich sehen Playstation hier? Ja, 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 unbedingt. Warum denn nicht? Sie sind ganz sicher. Jetzt zeig am Herr Schellenberger deine verdammte Playstation. Ah, schon gut. Va bene, andiamo. Entschuldigung, Schellenberger von nebenan. Die dürften sehr gerne noch mal bei uns auch noch hineinschauen. Wir sind nämlich die typischen Schweizer Playstation! Sie müssen entschuldigen. Unser Nachbar. Er kümmert sich immer rührend um uns. Ja, rund um die Uhr. Toll, schön, wenn wir solche Nachbarn haben. Ja, er ist, wie er schon sagte, ein typisch Schweizer. Ja, glauben Sie mir, wir Schweizer sind auch keine besseren Menschen. Sagen Sie so etwas nicht. Doch, genau das sage ich. Ich sehe doch schließlich tagtäglich, was in unseren Häusern so passiert. Ich finde sogar, man müsste den Ausländern noch mehr helfen als den Schweizer. Schließlich haben sie es ja doppelt so schwer. Ja, jetzt mal aber ganz langsam. Doch, nehmen Sie mal Ihren Enzo. Das ist so ein wunderbares Kind. Wenn er strahlt, wenn er da hinten an seinem Hebel rumknüpft. Das Kind hat so viel Herz und Lebenslust. Und das, obwohl seine Mutter in dem Neapel, mein Gott, man darf gar nicht daran denken, was aus so einem Kinderwahl könnte werden. Eine
Erwachsener. Ja, hoffentlich kann er seine Kindlichkeit ins Erwachsenenalter überretten. Das wird er, glauben Sie mir, das wird er. Ja, sagen Sie das nicht. Ich kann es nicht können. Und ich bin gesehen wie er. Fröhlich und lebenslustig. Aber fragen Sie mich mal, was ich für eine Kindheit hatte. Eine traurige, wenn Sie mich gerade schon so fragen. Dabei bin ich gut bürgerlich aufgewachsen. Es hat da nichts gefehlt. Ein Ferienhäuschen, Zass, Fee, zwei Autos vor der Garage, jeden Sonntag ins Restaurant. Aber was nützt das, wenn die eigene Mutter kalt ist und abweisend? Ja, ich verstehe Sie sehr gut, Herr Biernacht. Nein, das kann nur jemand verstehen, der es am eigenen Leib erfahren hat. Das habe ich, glauben Sie mir. Was? Wieso? Sie? Erzählen Sie! Minna, ich will Sie wirklich nicht mit meinen persönlichen... Ja, aber das tun Sie doch nicht. Im Gegenteil. Es tut doch immer gut, jemanden zu treffen, der eine ähnliche Geschichte hat. Was meinen Sie, warum ich den Job habe? Schließlich sind wir doch da im sozialen Wohnungsbau. Das ist wirklich sehr lieb von Ihnen, Herr Lienhardt. Nein. Kommt gar nicht in Frage. Sie vergessen jetzt einfach mal, dass ich ein Prüfer bin. Für Sie bin ich einfach nur noch der Beat. Der Beat? Mein Vorname, Beat Lienhardt. Billy für meine Kollegen. Umgekehrt Liebe. Aber erzählen Sie mal, haben Sie auch so eine schreckliche Mutter gehabt wie ich? Nein, das nicht. Aber ich hatte nie einen Vater. Jedenfalls keinen, der für mich da war. Ja, da wissen Sie ja, von was ich rede. Darf ich Sie etwas Persönliches fragen? Noch persönlicher. Sind Sie vor Ihrer Ehe auch immer von einem Partner zum nächsten geirrt? Mais oui, das stimmt. Sehen Sie, mir geht es genau so. Aber woher wissen Sie das? Ja, Vicky. Das ist psychologisch ganz einfach zu erklären. Sie suchen Ihren Vater. Unterbewusst. Halt, Geborgenheit, Sicherheit. Ja, das tue ich. Einer, der sich um einen kümmert, ja, für einen da ist. Genau, der nicht nur meinen Körper will. Sind Sie? Und genau so habe ich immer nach meiner Mutter gesucht. Haben Sie Geschwisterti? Was hab ich? Geschwisterti. Einen Bruder. Glückspilz. Ich bin ein Einzelkind. Oh, das tut mir leid. Vicky, ich glaube, wir sollten... Gleich, Schatz, gleich. Erzählen Sie weiter. Kennt Tarik, den ich hätte mit dem Spielen können? Oder heimlich ein Schlückchen Bier aus dem Papis im Kühlschrank rausstibitzen? Niemand? Hätten Sie mir jetzt nicht vielleicht doch ein Bierli? Mit Bier sehr. Nein! Ich habe gemeint, Sie trinken nicht, wenn Sie im Dienst sind. Ich bin gar nicht mehr im Dienst. Mittagspause bis um 13:30 Uhr. Und haben Sie nicht vorher etwas von einem Fondue gesagt? Ich habe ja schon ewig kein Fondue mehr gehabt. Bien sûr, es ist schon im Gaglo. Ich zahle selbstverständlich etwas, nicht, dass Sie noch Umkosten haben. Wo denken Sie denn hin? Bei uns in der Kantine gibt es heute die komischen Cevapcici. Mag ich nicht verputzen. Für 12 Franken 30, denen hat sie uns hier nicht geschissen. Aber Vicky, wir haben doch schon den Herrn Schellenberger zum Essen eingeladen. Schellenberger? Ja, der Herr Schellenberger. Ich weiss wirklich nicht, ob wir genug Fondue haben für zwei. Dann nehme ich weniger. Ich habe sowieso nicht so viel Hunger. Ja, aber ich habe Hunger für zwei. Die würden mir also tatsächlich etwas von ihrem Fondue abgeben. Aber sicher. Aber also, der Tarik hat das auch ganz fest Hunger, gell, Tarik? Du hast doch einen Mordshunger, stimmt's? Na und? Dafür ist Enzo kein Fondue. Ja, aber der muss. Wenn der will, ein richtiger Schweizer werden, dann ist der jetzt ein Fondue. Wenn es heute noch dann teilen die Buben eben! Vicky, jetzt kapier's doch endlich! Wir haben zu wenig Fondue! Und wenn ich doch ein bisschen gehe, die posten?
Unten um der Ecke hat es doch gerade ein Mikro. Also natürlich nur, wenn ich nicht störe. Ja, aber um das geht's doch gar nicht. Ja, umso besser. Also, wie viel soll ich noch bringen? Eine Packung, zwei Packungen. Ich bin nämlich nicht so, wie Sie meinen. Unter dieser kühlwirkenden Beamtenbrust schlägt ein warmes Herz. Zumindest in der Mittagspause. Das war jetzt auch ein Witz. Ich denke, eine Packung müsste reichen. Super, ich bin gerade wieder da. Noch etwas. Sie sind wunderbare Menschen. Alle zusammen. Danke, Beat. Sie auch. Er ist nett. Ist er doch? Sag mal, spielst du? Jetzt wird man doch grad losgeworden. Ich glaub's einfach nicht. Ja, aber er hat mir so leid getan. Und ich hab mir auch plötzlich leid getan. Wenn dir da innen jemand so die leid tut, dann sind das mehr. Ja, aber er sucht seine Mutter. Ich kenne dieses Gefühl. Ja, aber du bist nicht seine Mutter. Du bist meine Mutter. Ihr habt ja keine Ahnung, wie das ist, wenn einem die Kindheit... Der Mann hat eine verletzte Seele. Ach, vom Sexmaniac zur Mutter Teresa. Super. In 10 Minuten kommt der weinerliche Ton mit seinem Scheiß von Dü zurück und wir sind alle zahm im Arsch. Und das alles nur wegen dir. Es tut mir ja leid, aber glaubt mir, der Mann mag uns. Ja, der mag uns genauso lang, bis er herausfindet, dass du BWL studierst. Dann wird er uns zerfleischen. Nein, no, wird er nicht. Glaubt mir, es wird alles gut. Gar nicht einmal so blöd, Herr Hassan. Gar nicht einmal so blöd. Al Hassan. Ja, von mir aus. Wieso? Was meinen Sie? Ich denke, das mit dem Fernsehen. Ich muss schon sagen, der Araber hat doch immer wieder so eine verschlagene Art, wo wir Europäer darauf hineingehen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, von was Sie reden. Und ihr nehmt mir auch noch ein Ehrenwort ab. Gar nicht einmal so blöd. Enzo? Enzo Danisi aus Domodossola. Was hast du ihm erzählt? Boah, ich konnte wissen vom Fernsehen, ne? Immer redet von einer Serie von Reality Show und sowas. Oh, was hast du gesagt? Na, was wohl? Ich habe ihm erzählt, was wir hier machen wegen deiner Staatsbürgerschaft. Sonst er denkt noch, wir sind alle verrückt im Kopf. Ja, ich bin im Fall verrückt im Kopf, sehr verrückt sogar. Was, ey? Das ist ja alles deine Schuld. Du hättest besser müssen kontrollieren, Willi. Du hättest dich müssen spielen, Schweizer mit uns. Du hättest mir müssen sagen, was weiß der Schellenberger von alles. Und wenn du wieder bist der Reiseführer in Bayreuth, dann bist du schuld. Kapischi? So, ich habe fertig. Arrivederci, Svizzeri. Adieu, Staatsbürgerschaft. Das war ja noch schöner. Daher kommt so Spaghetti, aber sofort! Am Schluss hat die Italiener noch nicht einmal im Krieg desertiert. Tarik, es tut mir so leid. Ich wollte wirklich nicht, dass du... Lass mich los, du Dienerli! Du bleibst so lange bei heute, oder bis ich Stopp sag. Hast mich? Ich muss mir lassen sagen, gar nichts von dir. Ach so? Ich schmeiß dir dein Billy-Stationli aus beim Fenster, dass die Einzelteile die Abruzzen suchen kannst. Du weißt ja nicht mehr, wo sind die Abruzzen? Arrivederci! Aber du kannst nicht gehen! Ah, und warum nicht? Weil ich diese Wohnung verliere! Und ich! Ja, das sonst niemand! Das ist doch meine Familie. Ja, aber in Wien? Ach so, ja dann. Es ist natürlich etwas anderes. Weil la Familia, la Familia. Es tut mir leid, es ist zu spät. Ich hätte von Anfang an müssen wissen, dass das nicht funktioniert. Es hätte ja müssen auffliegen. Wer sagt das? Was? Dass alles auffliegt. Sie meinen, Sie würden... Ach,
kommen Sie, Herr Schellenberger, das nehme ich Ihnen nicht ab. Warum nicht? Er hat versprochen, dass er uns nicht verrät. Er hat dir sein Wort gegeben. Und du hast gesagt, der Schweizer hält, was er verspricht. Genau, wie ihr sagt. Ich halte mein Wort. Voilà. Ich habe es ja gesagt, Regel Nummer 2. Der Schweizer halten sein Versprechen. Genau. Kommt einfach darauf an, was nach mein Wort wert ist. Cosa? Der will uns erpressen, der Ode. Der alte Goschen, wenn man die Marie stiess. Die Marie? Mamma mia, kapierst du denn nicht? Noi soldi, lui silenzio! Stronzo maledetto! Ma questo tipo peggio della mafia! Das ist seni derzig! Also gut, Klartext. 200 im Monat. Und ihr gehört von mir keinen Ton mehr. Und ich höre keinen mehr von euch. Weder in der Nacht noch am Tag. Das sind die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Am drauf. Sonst noch was? 240 für Willi, 200 für Schellberger? Am besten ist mir auch noch hinten an. Ein Watschenkasten. Ganz wie ihr meint. Es besteht kein Kaufzwang. Du! Lass ihn ruhig! Alles gut. 200 im Monat, Sie haben mein Wort. Und im Gegensatz zu Ihrem gilt es etwas. Wenn ihr mehr fragt, das ist dann ein Schnäppchen für unsere Staatsbürgerschaft. Und wer zahlt denn die 200? Also ich kann es nicht. Also ihr lässt mir es vorher. Ich zahle die 200 und sonst niemand. Woher wüssten du die 200 Eier im Monat hier nehmen? Bis jetzt habe ich jede Hürde genommen, die nehme ich jetzt also auch noch. Ja, was soll's denn mit dem Machen wir reden? Ah ja, und soll's denn mit der Liquidität mal ein bisschen happern? Ich werde an einer Zahlung in Naturalien auch nicht abgeneigt. Und wenn ihr wisst, was ich meine. An den Ungradenmönen zum Beispiel. Wie bitte? Schellenberger, du Sau! Ihr dürft mein Angebot natürlich gerne ablehnen, aber am besten macht ihr doch das untereinander aus. Ich werde aber was sagen, du wirst! Lass ihn ruhig, dir ist es nicht wert. Also gut, Herr Schellenberger, Sie kommen dir das Geld über und jetzt raus! Aber mit Vergnügen muss sowieso über. Meine Frau hat gekocht. Ich gebe euch noch genau anderthalb Stunden Zeit, um zu überlegen. Sagen wir 13:30. Dann machen die Ämter wieder auf. Ich glaube, wir haben es verstanden. Was? Er wollte Sex mit dir. Für Geld. Aber du bist mehr wert als 200 Franken. Ich, Enzo Danesi aus Domodossola, kann das... Halt die Lappe, Enzo. Wieso? Ich muss es schließlich wissen. Meine Mutter ist eine Hure. Wohin gehst du? Ich muss überlegen. Euer Fondue steht in der Küche, ihr müsst es nur noch aufwärmen. Was ist? 200 im Monat ist nicht so schlimm. Ein bisschen Schwarzarbeit, ein bisschen Handeln. Er ist Araber, sind Weltmeister in Handeln. Tariq wird diese 200 Franken nicht bezahlen. Dafür sorge ich. Du willst wirklich schlafen mit dieser Schellenberger? Natürlich nicht. Kapierst du es nicht? Sie budert den Prüfer. Amor schickt die Jackie und die Sache ist erledigt. Sie mögen mir eh. Ich werde mit gar niemand schlafen, auch nicht für Tariq. Speziell nicht für Tariq. Das soll noch einer kapieren. 1000 Männer hat's gehabt und beim Wichtigsten lässt's aus. Ja, gehst du jetzt ins Kloster oder was? Na, ich sag's ja. Schweizer spielen ist lebensgefährlich für Sie, Kastl. Was versteht ihr denn schon von Frauen? Ihr könnt ja von Glück reden, dass ich euch Männer so gut kenne. Was will das jetzt heißen? Na, was wohl? Ich hab einen Plan. Einen neuen Plan? Oh no, senza di me. Ich habe so nicht verstanden, wie alte Plan. Ja, darum erzähl ich ihn. Na los, kommt schon, Jungs. Wir haben nicht viel Zeit. Was so ist? Ist eh schon alles wurscht. Was? Du, die Salami. Also komm schon. Écoutez, wir machen Folgendes. Und? Alles verstanden? Du glaubst, es funktioniert wirklich? Vertrau mich, Rudi. Ich bin Französin. Enzo. Ich verstehe auch nicht den neuen Plan. Du machst einfach, was ich dir sage. Und den Rest überlasst ihr mir. Und in genau einer Viertelstunde treffen wir uns wieder hier. Compris? Tutti salami. Eglur. Alors, on y va. Rita Ross, wo bist du? Ihr habt wahrscheinlich gemeint, ich käme nicht mehr. Aber nichts da, auf den Beat Lienhardt ist Verlass. Figu Gegu! Das
zwei. Wir bleiben noch und dann gehen doch die Idioten eine Vorschrift raus, die sagt, dass ein Flachbildschirm oder eine Playstation bereits ein Luxusgegenstand ist und somit eine Zuschussminderung für unsere Mieter bedeutet. Sag ich zu denen, sind ihr eigentlich wahnsinnig geworden? Was sollen die Leute denn sonst so den ganzen Tag machen? Hm? Sind doch froh, dass die das Zeug haben. Oder hätten das lieber beim Randalieren auf der Straße raus, wenn es Frankreich oder Spanien? Kennen ein Brot und spielen? Sozialhilfe und Playstation, das hat vor 2000 Jahren geholfen und das gilt auch heute noch. Aber da könntest du wahnsinnig werden. Nicht? Das kommt davon. Weil die da oben die Regeln machen, nie da unten an der Front stehen. Keiner von denen studiert auch nur ein Millimeter. Hauptsache, man macht den Dienst nach Vorschrift. Also, hier und da könnte ich mir einfach wirklich so einen ansaufen. Ich nehme noch einen. Moment, Sie nehmen doch auch noch einen Schluck, oder? Nein, danke. Kommen Sie jetzt. Er nimmt auch noch einen. Also, eins steht für mich jedenfalls nach 20 Jahren in diesem Job fest. Mit Unterhaltungselektronik, Tiefkühlkost und Alkohol in Massen. Also, aufpassen. Massen, nicht Massen. Damit leben unsere unteren Schichten eigentlich ganz gut. Weil auch wenn man es nicht glaubt, bei aller Rauchheit, die in diesen Sozialwohnungen herrscht, irgendwie hat doch die proletarische Ruppigkeit auch etwas Heimeliges, etwas Heimatliches und etwas Herzerwärmendes. Also, ich wette jedenfalls, ich wäre in so einem Haushalt innen aufgewachsen. Mit einer Mutter, die das Herz hat und das Kind von einer italienischen Hure aufzieht. Oder ein Vater, der ein Araber-Göfli ernährt. Also, ihr zwei, ihr könnt einfach wirklich stolz aufeinander sein, auch wenn aus dem Rudi nichts geworden ist. Ja, der hat halt eben Massen mit Massen verwechselt. Was ist? Haben Sie etwa keinen Durst mehr? Nein, ich frage mich nur gerade, wie kommt das eigentlich, dass der Rudi älter ist als die zwei Kleinen? Er ist doch ihr gemeinsames Kind. Ja, wissen Sie, wir haben es da eben nie so genau genommen. Ja. Man braucht ja auch etwas Abwechslung im Leben. Ja, heute ist das ja alles kein Problem mehr, oder? Ich habe die Wiki ins Internet gestellt und drei Wochen später ist sie zu Frankfurt. Ja. Und er in Neapel? Ja, unser Rudi. Ja, wir haben die Eier genug Konservendosen gebunkert. Kein Wunder, dass das Kind von zu Hause abgehauen ist. Aber, sagen Sie mal, sind Sie eigentlich nie eifersüchtig gewesen? Wegen Ihnen? Wegen ihm? Also, wenn Sie meine Frau wären, Vicky, würde ich Sie nie mit einem anderen Mann teilen. Ja, ich weiss, was Sie meinen. Ich finde Ihre Frau nämlich wunderschön, liebevoll und fürsorglich. Danke, dir. Ihre Vicky ist ein richtiger Schatz. Ja, das ist sie. Ein Schatz, den Sie hüten müssen, weil so jemand wie die Vicky findet Sie im Leben kein zweites Mal mehr. Oh, 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 oh. Schon 13:30, ich bin wieder im Dienst. Oh, wie die Zeit vergeht. Tja, schade. Gut, vielen Dank für Ihren Besuch, Beat. Ab jetzt bitte wieder Herr Lienhardt, wenn es recht ist. Wie? Und könnte ich vielleicht noch die anderen Zimmer anschauen? Die was? Die restlichen Zimmer wegen der Instandhaltung. Aber
Aber ist das noch nötig, Herr Lienhardt? Wir haben doch Vorschrift zusammen... ist Vorschrift, aber wie gesagt, Sie können es natürlich auch ablehnen. Gut, dann lehne ich es ab. Warum? Haben Sie etwas zu verbergen? Nein, natürlich nicht. Ja, dann also auf zur Tat! Es hat geläutet. Ich weiß. Ja, das wollen Sie nicht aufmachen. Natürlich mache ich auf. Es hat ja geklingelt. Klingelingelingelingelingeling. Und der Willi kann Ihnen in der Zwischenzeit die anderen Zimmer zeigen. Ja, aber ich hätte meinen Blut. Lasst ihr ruhig, seid dabei. Wir haben nämlich nichts zu verbergen. Ich hab gemeint, du... Du sollst dem Lienhardt jetzt die hinteren Zimmer zeigen! Also gut, bitte sehr, da hinten. Nach hinten bitte. Und könnte ich vielleicht noch neu ein paar Minuten ablegen? Mon Dieu, wie kann ein Volk nur so pünktlich sein? Also Jungs, seid ihr bereit? Da kannst du Gift draufnehmen. Tutti Salami. Gut, dann raus mit euch. Und keinen Mücks, bevor ich euch rufe. Ja, ich komme. Üb die Mama. Kommen Sie doch rein, ich habe Sie schon erwartet. Na, also wirklich? Und? Habt ihr das schon überlegt? Nee, Herr Schellenberger, das haben wir. Und wie ist euer Entschluss? Nun ja, wir würden gerne auf das Bargeld verzichten. Warum ist es denn so dunkel? Was habt ihr euch jetzt wieder vor? Schellenberger, Mopti! Du weißt auch genau, was ich mit dir vorhabe. Dir meinet? Mais oui, warum nicht? Ich stehe auf erfahrene Männer. Ja, so! Warum sagst du nicht du zu mir? Wir werden uns die nächsten Monate schließlich öfter sehen. Na ja, maximal jeden zweiten. Mais non, mon amour. Jeden. Glaub mir. Meine erste Naturalienzahlung wird dich übersorgen. Sind wir die allein? Eh oui. Ich habe sie alle geschickt. Wir können machen, was wir wollen. Tja. Moment. Was ist? Nicht, dass ich noch die Nachbarn störe. Oh. Oh, Schellenberger. Ich glaube, ich muss sehr, sehr streng mit dir sein. Seid doch kurz zu mir oder einfach Küde! Oh, Küde! Oh, Wirtschli, ich bin schon immer scharf auf dich vom ersten Tag, wo du eingezogen bist. Und ich erst auf dich! Ich habe nie begriffen, was du mit dem italienischen Milchbubi willst. Du hast genau gewusst, dass das kein Wortlautsprecher war. Ja, ich wollte nicht sagen, was ein richtiger Mann ist. Du französisches Schlempli, du! Oh, Krüde! Mach mir den Schellenberger! Oh, wie hättest du es denn gern? Nimm mich hier auf diesem Tisch kräftig und fest. Wie es nur ein Schweizer Mann kann. Montero! Ja, red Französisch mit mir, ma poule! Du's, Mama, noch. Du machst mich ja ganz fickrig, machst du mich? Du Baguette! Oh, Baguette! So hab ich noch nie einen Mann genannt! Ja! Ich bin ja so geil! Und ich erst, mein Güdeli! Deine geile Güdeli! So, jetzt weg mit dem Plunder! Ja, jetzt komm!
da zuerst, ziehst du jetzt ab, du Schlampe. Komm einfach dann noch mal jetzt! Okay, dann schränze dir die Kleider vom Leib. Mapulé! Nein! Ja, werde ich nur, das kann ich gern. Enzo! Nicht Enzo, Küde! Aber der Unterschied, der spürst jetzt gerade. Oh, Küde! Mein Berg, meine Schelle! Verreckt, das ihr durch Recht. Ich verzichte auf die Kalle. Da machen wir für jeden den Ersten. Immer gleich am Mittag. Sonst noch was du so? Bitte lächeln, Herr Schildberger. Schieß! Ich glaub, das müsst ihr rächen. Perfetto. Das wird super auf die Internet. Was? Da wird der Fama Freitag mit den Büdern. Ich werde diese Strands an meine Dettung kriegen. Los, Sam, wir haben ihm schon am Arsch. Wie hat er gesagt zu mir? Milchbubu? Milchbubi. Du hast gar nicht mit mir wollen. Duzen Sie mich nicht, die geiler alter Sack. Das ist für das Boulet. Und das ist für die Schlampe. Und das? Einfach so. Verreckt, das hier. Warte noch mal, du Mutti. Ich will dir zeigen, was es heißt, das Schallenberg. Du bist doch gar nichts, Bierscher. Ist das klar? Ein falsches Wort und der Alte kriegt zu Weihnachten ein neues Fotoalbum von uns. Mama mia, dafür man könnte richtig viel Geld verlangen. Sagen wir 200 im Monat. Aber was? Und denk es gar nicht dran, uns den Alten anzubieten. Aber Jungs, das meint ihr doch nicht ernst? Wir sind. Ich meine, Vicky, was ist denn da los? Nichts! Du und der Schellenberger. Wir haben sie erwischt, Papa. Da auf dem Tisch. Hier, ich kann beweisen mit Video. Vor dem eigenen Kind. Mit dem Mann im Zimmer nebenan. Das lassen sie einfach so zu. Aber Jenny, es ist nicht, wie es aussieht. Jetzt sagen Sie mal etwas, Sie Schlappschwanz. Sind Sie endlich mal ein Mann? Ich gib das an. Das war jetzt überfällig. Und du machst das nie mehr. Virginie. Bravo, endlich. Höchste Zeit, dass Sie einmal zu Ihrer Frau stehen. Mama, Papa. Nicht vor allen Leuten, sind nicht herzig. Mama, was machst du da? Deine Eltern küssen sich, Enzo. Ist das nicht schön? Ach nein, das ist nicht schön. Und was da passiert? Oh, au, bist du lustig? Wieso hast du die Tür noch geschlossen? Was machen wir da? Und wie sehen ihr überhaupt aus? Wer sind Sie? Das Ganze ist so. Wer sind Sie überhaupt? Ich bin der Rudi! Du bist zurückgekommen! Er kann wieder reden! Habt ihr das nicht gehört? Hä? Er kann wieder reden, Sohn kann wieder reden! Das ist das, ich habe es immer gewusst. Das ist das, was ihn all die Jahre stumm gemacht hat. Er hat seinen Halbbrüder vermisst. Ich hab gewusst, dass du wieder heimkommst, Rudi! Was ist mir bitte los, so? Ist ja eh klar. Jetzt lönzen doch, sehen Sie nicht, wenn er sich freut. Sie haben ihn von seinem Autismus befreit. Was hab ich? Du hast das so gefällt, Rudi! Vicky, haben Sie vielleicht einmal ein Geschleik mit einem Österreicher gehabt? Das wollte ich schon immer machen. Warum hast du denn nie etwas gesagt? Ich habe doch nicht gewusst, dass du auch. Ich wusste es auch nicht. Die ganze Familie wieder vereint. Mein Gott, ist das schön. Soll ich ein Foto machen? Ja, das Foto. Gib mir doch mal die Stütze zu mir. Also dann, lächle bitte. Das muss ich draußen zu weit gegangen. Ich lasse mir doch das nicht bieten von so einem kleinen, miesen Narab. Jetzt heben Sie mal den Latz. Was hat Ihnen der Kleine angetan? Das war er und zwar mit vollem Recht. Sie können ja von Glück reden, dass Sie so billig davor gekommen sind. Wenn Vicky meine Frau gewesen wäre. Die Leute, die da vorne kommen, das sind eine rechte Schweizer, noch ist ja Familie. Ja, zugegeben, Sie sind vielleicht ein bisschen unorthodox. Apropos,
Hat man sie wieder entlassen oder sind sie wieder trocken? Wie bitte? Du holst die Goschenschild, wer der Host mich? Und ich plane die auf im Westflügel da drüben. Schon gut, Ruhe, es ist egal. Herr Lienhardt, mein Name ist nicht Willi Scheibli, mein Name ist Tariq Al-Hassan und ich bin libanesischer Staatsbürger. Und das vermutlich für alle Zeiten. Tariq, das heisst, Sie heissen gleich wie er. Also ist er doch Ihren Sohn? Nein, ich bin der Rudi. Nein, das ist der Rudi. Nein, ich bin der Willi Scheibli, darf ich nochmal? Ja, aber jetzt... Wer bist denn du, Enzo? Ich bin Enzo! Enzo Danesio Somodossola! Ich war immer Enzo und ich werde immer bleiben, Enzo! Und du wirst immer bleiben, eine Putana. Genau! Jetzt aber mal ganz so, das langt! Sie erklärt mir jetzt mal, was da läuft. Ich? Ja, wer denn sonst? Sie sind doch der Vater von all denen. Wer bin ich? Der Mieter von dieser Wohnung, der Herr Willi Scheibli. Du weißt von nichts? Ja, sicher. Ausgerechnet du. Du hast uns doch erst in den ganzen Schwuren remanövriert mit deiner Bescheißerei. Sag mal, bist du schon wieder besoffen? Ich hab gewusst, dass das Kind sauft. Wir sind keine Familie. Aber Tariq, wir waren schon so weit. Wie meinen Sie das mit keiner Familie? Ja, wir sind eine ganz normale Studenten-WG. Dem sagst du normal. Wie wahrscheinlich kannst du damit leben, dass ich nie ein Schweizer sein werde? Wenn du damit leben kannst, dass ich nie eine Jungfrau sein werde. Aber Kinder, wir haben doch alle unsere kleinen Völler. Das heisst also, du bist nicht Sinn. Mm-mm. Oder Sinn. Mm-mm. Aber du bist sicher ihren... Nie gewesen. Rudi Lips, Heilpädagogik, 23. Semester. Und übrigens, Ihre Kindheitstheorien sind alle Zauberschmoren. Sag mal, sind ihr jetzt alle total durchgeknallt? Da gehe ich einmal ein paar Tage fort und schon versinkt da alles im Chaos. Ich kann dir die Verantwortung übergeben. Dir? Oh, dem Chaos bist doch du selber schuld. Was? Was hätten wir denn sollen machen? Ich meine, dass du die Heizung abdrehst, das ist eine Geschichte. Aber das da, das geht definitiv zu weit. Also, wenn ich das richtig verstanden habe... Kinder geht, hä? Familie Willi Schäbli, ha? Klingelt da was in dem Schädel? Und ob es da klingelt? Das Problem ist nur, dass es bei denen nicht klingelt. Dann ist ich, wenn kapiert ihr das endlich? Na, du wirst lachen, wir kapieren es auch nicht. Wo ist ein Kehrsohns? Ja, erklären Sie es uns endlich, Hure Sieg! Die haben uns als Familie eingestuft. Weiss der Gucker warum? Ich versuche denen seit Monaten klarzumachen, dass wir ein Studenten-WG sind. Ich schicke ihnen das Kindergeld zurück, ich schreibe einen Brief, ich telefoniere Motoren ab, aber irgendwie versendet das immer. Aber wenn euch meine Arbeit nicht passt, dann macht doch euren Scheiß in Zukunft selber. So, ab jetzt bist du der Boss, ist gut, viel Vergnügen. Heißt das, du hast uns gar nicht beschissen? Spinnst. Wenn ich das richtig verstanden habe, bist du weder ihren... Was? Sie fragen mich! Ich verstehe es selber nicht! Ja, die Miete? Was ist mit der Miete? Warum zahlen alle im Haus 1000 Franken und wir Blechen 1200? Schon mal etwas von Nebenkosten gehört? Die sind doch in der Miete inbegriffen. Nein, natürlich nicht. 200 pro Monat, pauschal, im Voraus. Am Ende des Jahres wird abgerechnet. Entweder kommst du etwas rum über oder du zahlst drauf. Frag doch den Shelly. Was? Sie haben das gewusst? Was gewusst? Hey, ich habe es ja sogar noch vorgelesen. Paragraph 3. 1000 Franken exklusive Nebenkosten. Aber so etwas wie eine Hausordnung interessiert euch ja nicht. Heißt das, wir haben das alles umsonst gemacht? Was umsonst gemacht? Na, das hier! Was das hier? Ein Schweizer Familienspön! Oh, Entschuldigung, vielmal, dass ich frage. Ich finde auf jeden Fall nicht, dass das alles umsonst war. Moment mal, da haben wir ja nicht einmal etwas Illegales gemacht. Nein, natürlich nicht. Nur ein kompletter Schwachsinn, aber das ist nicht einmal in der Schweiz strafbar. Meine Einbürgerung! Ich kann immer noch Schweizer werden! Also, wenn du jetzt noch Schweizer werden willst, bist wirklich einer. Sonst heiratest du einfach mich und wirst Franzose. Auf einen Araber mehr oder weniger kommt es in Frankreich nicht an. Oder du heiratest mich und wirst Schweizerin. Nur über meine Leiche. Und eine Muslimin dazu, eh? Du kannst gleich schon mal Burka kaufen. Nichts mehr, mein Irak! Und jetzt sind so, euch beiden wäre doch eh nichts geworden. Ich weiß. Ich schenke sie dir. Was
will ich mit einer Franzese, wenn ich kann aber eine Donna Italiana? Also, ich gehe wieder mal zu mir rüber. Hey, Schellberger! Ja? Auf gute Nachbarschaft, gell? Du weißt ja, das Internet vergisst nie. Und die Alte noch viel weniger. Aber die werden doch nicht wirklich, oder? Das hängt ab jetzt ganz von dir ab. Kinder, das wird Feste geben! Was für Feste? Ruf in Gatsch und schlag ein Wöhn. Oder brauchst du eine Übersetzung? Was wird noch das Nachspiel haben, das sag ich. Was wird noch das Nachspiel haben? Und dann groß an die Frau Gemahlin! Küss die Hand! So, so! Keine Familie also. Aha. Ihr habt mich also nach Strich und Faden verarscht, alle zusammen. Wieso? Ich war ja gar nicht da gewesen. Und ich war stumm, meistens zumindest. Und das mit meinem Vater, das stimmt wirklich. Und Enzo mag kein Fondue. Stimmt, Enzo? Stimmt. Aber ich mag PlayStation. Wollen Sie noch mal spielen? Sie haben mir die ganze Zeit etwas vorgespielt. Stimmt. Mein Bier ist alkoholfrei. Lachen nicht so blöd, ich bin Moslem. Familie Willi Scheiben. Sie haben es tatsächlich geglaubt. Diese Hundbruder! Ja, lustig! Für Sie sind wir eine richtige Schweizer Familie. Ja, und das werden Sie für mich auch bleiben. Wie meinen Sie das? Ganz einfach. Wir haben uns auf die Daten der Einwohnerkontrolle verlassen. Die bestimmen, was eine Familie ist. Alles andere interessiert mich nicht. Hauptsache die Miete geht ein und die Wohnung ist intakt. Außerdem weiss heute sowieso kein Sau mehr, was eine Familie ist. Sie sind mehr Familie als die meisten, die den gleichen Namen haben. Aber das geht doch nicht. Klar geht das. Vorschrift ist Vorschrift. Ich habe mich von der Ordnungsmäßigkeit von dem Mietgegenstand überzeugt und damit ist meine Arbeit erledigt. Wenn Sie Ihre Familie auflösen wollen, gehen Sie zur Einwohnerkontrolle. Aber können wir nicht Ihren Leuten einfach klar machen, dass wir ein Studenten-WG sind? Fällt nicht in meine Zuständigkeit. Anträge sind alle schriftlich an die Zentrale zu richten. Aber das versuche ich ja seit Monaten. Eingeschrieben, nicht eingeschrieben, Express, A-Post. Reklamieren Sie bei der Post. Ich muss jetzt meine Briefe eigenhändig bei euch vorbeibringen. Wieso zu uns? Die Zentrale ist in Zürich. Ich schicke meine Briefe aber nie auf Zürich. Sind Sie da, Hammers? Was, Herr Jan, was muss ich jetzt machen? Ganz einfach. Sie gehen auf die Einwohnerkontrolle, lösen Ihre Familie auf und lassen sich eine Bestätigung ausstellen. Die schicken Sie im Original und im Doppel an unsere Zentralen in Zürich. Die schicken Sie Ihnen dann gestempelt wieder zurück. Dann schicken Sie das Ganze uns mit der Bitte um Kündigung vom Mietgegenstand wegen Nichterfüllung von der Förderungsauflagen. Die leitet dann den ganzen Seich an mich weiter. Und in spätestens 4 bis 5 Monaten sehen wir uns dann da wieder zur Wohnungsübergabe. Natürlich nur dann, wenn Sie die Wohnung unbedingt verlieren wollen. Wenn nicht, bleiben Sie eine Familie. Mich geht das nicht an. Also dann, einen schönen Tag noch, Familie Scheibli. Und vielen Dank fürs Foto. Aber nein, das können Sie jetzt nicht bringen, jetzt muss ich schon mal da sein. Die großen Willi, checkst das nicht? Wir können da bleiben und kassieren ein Kind, dann geht dazu. Spinnst, wenn ich gern für euch in den Knast. Hey, sie ist da, bitte sofort. Au revoir, Bert! Und sprechen Sie mit Ihrer Mutter. Ich sage ja, er ist wirklich nett. Non capisco più niente. Es ist alles in Ordnung, Enzo. Das, du nennst Ordnung? Typisch Schweiz. Langsam beginnt man das Land zum Gefallen. Und vielleicht müssen wir ja gar nicht so ein schlechtes Gewissen haben. Ich meine, irgendwie sind wir auch eine Familie. Nein, wir sind keine Familie. Und wenn wir die drei adoptieren? Das geht nicht, ich komme in den Knast. Ja, recht, das ist komplett illegal. Ja und? Das ist Kiffen ja auch. Nichts ist nichts. Geh gerade mal auf die Einwohnerkontrolle und regle da. Komm mit.
Dann werden wir aber nie wieder zusammen wohnen. Eine Wohnung wie die, in dieser Lage, um diesen Preis, mit diesen Zimmern, finden wir nie wieder. Genau. Wisst ihr es leicht? Also ich nicht. Und der Enzo sicher auch nicht. Stimmt's? Hey, Bruder. Ich will einfach nur, dass alles wieder so ist wie früher. Also, Burschen. Wie schaut's aus? Du bist der Hauptmieter. Ich stand voll hinter dir, egal was du jetzt sagst. Komm schon, Willi. 1,50 wäre mir das wert im Monat. Kannst du es von meinem Kindergeld abziehen? Pour la famille. Si, per la famiglia. Du hast nur eine. Also gut. Oh, ich habe ihn so vermisst, ihr verdammten Ausländer. Ja. 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 Ja.